Herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 7. Okay. Geschlafen haben wir. Die Tür ist offen. Wann ist sie aufgegangen? Keine Ahnung. Das ist voll gruselig, weil du hast gerade keinen Sound. Okay. Da liegt eine Wache. Hier ist irgendwas passiert. Was ist passiert? Ach so, dachte, da kommt jetzt irgendwie Dialog, aber nee. Wie war's hier? Kann ich aber nicht durch. Warte mal, kann ich die Türen ansprechen? Nee. Nee. Ah, ich muss aufpassen mit dem Controller. Nee. Kann ich hier denn irgendwie? Nee. Vielleicht zu Eris? Nee. Aber ich kann hier nicht weitergehen. Nee. Okay. Dann gehen wir hier nochmal rein. Tifa, wach auf. Was ist los? Irgendwas ist los, schau raus. Ach so, vielleicht sollte ich hinterher. Was wohl passiert ist? Er müsste den Schlüssel bei sich haben. Kommt, Tifa, bring Iris, ich helfe Barrett und den anderen. Okay. Jetzt. Okay. Barrett. Red 13, vielen, vielen Dank. X ist nämlich die 10 und I ist die 1 oder 1 ist die 1. Kommt mit mir. Eigentlich geheißt er einfach mit den römischen Ziffern. Damals hatte ich mir das irgendwann mal bei Google angeguckt und dachte, ey, komm, das verstehst du nicht. Vor 15 Jahren und dann aufgegeben. Ist nicht gut. Wie seid ihr reingekommen? Warum ist die Tür offen? Ich bin mal gespannt, wie es da mit dem Experiment mit dem Löwen oder was das ist, weitergeht. Muss angegriffen worden sein von? Das ist ein bisschen unheimlich. Ja, ist das tatsächlich, weil mit der Musik, die jetzt eingesetzt hat. Was zum Teufel ist los? Red 13. Oder soll ich Red 14? Rot 13. Das kann kein Mensch gemacht haben. Ich gehe weiter. Ich räume hier auf, dann könnt ihr schon mal weitergehen und lasst euch nicht von den Shinra fangen. Okay. Das ist eine krasse Story. Cool. So, und spreche ich erstmal mit denen, ne? Komm, gehen wir mit Red 13. Ich sag einfach Red. Ja, das glaube ich besser. Okay. Setzen wir hier mal einen Speicherpunkt. Ich packe die Tastatur wieder ein Stück weg. Sorry. Damit ihr nicht den Sound habt bei meinen ganzen Zwischenspeichern. Okay. Oh, okay, Kampf. Bin ich jetzt alleine? Nee, zu dritt, ne? Oder zu viert? Nee, geht ja nur zu dritt. Okay, umdrehen. Also Kommentare habe ich auch wieder alle drauf, die bis zum aktuellen stehen. Die machen einfach Angriffe. Jetzt habe ich nicht drauf geachtet, was hier los? Ah, einfach schauen. Okay. Verweigern, wie verweigern. Oh, die gehen alle auf Iris drauf, ne? Konnte nicht stehen. Gefällt mir nicht. Sie schläft. Ich glaube, wenn alle drei schlafen, ist schlecht, ne? Soll ich jemanden zaubern? Nee. Angriff? Kann ich sie heilen? Ist das sinnvoll? Dann wacht sie aber nicht auf, ne? Dann müsste ich ihr schon was gegen Schlaf geben. Oder muss ich sie angreifen? Ne. Gut, ich meine, das Ganze können wir zu zweit machen. Limit. Ah, ich weiß nicht, ob das so gut war. Schlagsturm. Machen wir auch mal einen normalen Angriff? Ah, obwohl ich. Ah. Warum habe ich nicht gestohlen? Bin ich vollkommen verplant oder was? Was ist, wenn jetzt noch einer einschläft? Fragen über Fragen gerade. Okay, folgendes. Wir machen mal jetzt hier mit Tifa stehlen. Mal sehen, was jetzt hier passiert. Gegenmittel gestohlen. Okay, die haben aber anscheinend nichts Tolles dabei, deswegen machen wir hier mal einen Blitz. Okay, MP und alles ist voll, wenn ich das richtig sehe.
Okay, sehr schön. Dann machst du mal einen normalen Angriff. Oder nee, von denen hatte ich noch nicht gestohlen, ne? Sein Gott, warum bin ich so unsortiert? Angriff? Mal sehen, vielleicht kommt es ja zum. Okay. Vollkommen verballert. Okay, und so viel Schaden hat sie jetzt auch nicht. Alles gut. Alles gut. Passt das von der Helligkeit? Ist okay, ne? Geht ja vorwiegend ums Spiel. Nicht, dass das ist wie bei Saw 1. Links oder rechts? Da würde es zur Tür runtergehen. Das heißt, ich würde erstmal nach links gehen. Komme ich hier rein? Nee, nee, hier komme ich nicht rein, glaube ich. Nee. Okay. Gehen wir mal weiter. Was sollte ich machen, wenn einer Schlaf abbekommt, einfach weiterkämpfen? Ja, ne? Solange nicht zu viel Schaden macht, was haben wir hier? Weil da konnten wir ja nicht durch am Anfang, aber ne, sieht nicht so aus. Vergesse ich irgendwo ein Item? Sieht nicht so aus, ne? Haben wir hier für einen Pfeil? Okay. Oh, okay. Ist aber auch blutig, Wahnsinn. Was haben wir jetzt hier? Iris hat auf jeden Fall ihr Limit und damit kann sie heilen, das ist cool. Stehlen auf den Iris Limit, heilen der Wind, geil. Ja, schlag zu, schlagt alle zu. Okay. Dann würde ich tatsächlich Zauber nehmen und zwar Blitz auf alle. Konnte ich jetzt verstehen? Ich hab. Warum achte ich denn da einfach nicht drauf? Sollte die Parts nicht immer so spät am Abend aufnehmen. Dachte mir immer so, Final Fantasy 7, schön was zum Runterkommen, aber ein bisschen aufpassen. Sollte ich. Gut, warte mal, Iris greift ja eh nicht sinnvoll an. Beruhigungsmittel gestohlen. Brauche ich für Crash Bandicoot. so, folgendes. Wie hat denn. Ach Gott. So, ich hoffe, dass ich mal. Selbstmord. Alles Klärchen. Der versteht jetzt nochmal von ihm hier. Bei Iris beobachte ich jetzt nochmal den Angriff, weil meiner Meinung nach macht sie nichts. Doch, okay. Weil sie nach vorne gestellt ist, nur. Selbstmord. Alter. Ja, immer noch keine neue Ebene. Phönixfeder. Wieder belebten Spieler wieder, ne? Speichern wir hier, ja. Red Innova Subjekt sieht aus, als wäre es zum obersten Stock mit dem Aufzug für Subjekte. Das hört sich an, die. Weiß ich, ob es Übersetzung ist oder ob sich das wirklich komisch anhört. Schöne Grafiken. Erzählst du mir? Nix, okay. Nee, 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 warte. Wäre mal gut. Aber ich hätte ein richtiges Problem. Ist zwar noch nie passiert, aber wenn hier was abschmiert, ist dann blöd zu sagen, ja, guck mal, Let's Play, nach 20 Stunden geht nicht weiter. Oder wir müssen noch mal bei 10 Stunden anfangen. Ja, und es geht ja relativ fix. So, war noch irgendwas? Nee, Limits, kann ich da nur wechseln? Ja. Ja, nee, war alles gut. Aber, was hat Iris gerade? Hat die überhaupt welche jetzt noch? Substanz, genau, Iris. Ah, die hat jetzt gar nichts, ne? Weil, okay. So, feines Können ist super wichtig. Ich habe da reingeschrieben, dass man dann teilweise vom. Ach, sie hat auch eine Alle ist hier noch von anderen. Dann kriegt sie alle und ich will noch mal heilen haben. Sie kriegt, wie rum war es, alle? Und dann Blitz, ne?
Blitz. Okay, sind jetzt verbunden. Warte, so mit Viereck kann ich wechseln. Dankeschön, das funktioniert. Schlitz. Okay, das war's nicht. Dreieck, nee. Okay, weißt du was, wir machen folgendes X. Substanz, Ben. Da alle kommt als erstes und dann das andere, okay. Oder vielleicht ist es auch egal, aber... So, Blitz. Und dann kriegt sie noch Feindes können, ist ja egal. Und... Das Banane kann halt mitgelevelt werden, ne? Gift hat, glaube ich... Gift hat, glaube ich, noch keiner. Machen wir das so. Ich müsste alle meine haben. Ja, sehr gut. Substanz. Und dann kriegt Tiffa nämlich auch einmal alle. Und was haben wir hier? Element. Das und... Ja, was ist denn da jetzt gerade drin? Feuer ist okay. Element, Eis, stehlen. Kann man mitleveln, ne? Bringt aber eigentlich nicht viel. Sonst haben wir aber eigentlich alles mit dabei erkennen. Haben wir zweimal. So ist dann, glaube ich, alles, hat jeder alles einmal. Eis, Feuer und ne, so werden alle gelevelt und dann ist gut. Ja, perfekt. Ja, perfekt. Okay, rein geht's. Achso, ich bin schon da. Ah, die Blutspur, Wahnsinn. Also die Storydichte hätte ich auch nicht erwartet. So, ich würde als erstes mal stehlen von ihm hier. Das mit dem Pfeiltast macht mich manchmal irre. Okay. Ja, mach einfach normale Angriffe, passt schon. Konnte nicht stehlen, ne? Gab nichts zu stehlen und konnte nichts stehlen. Das heißt, hat nicht geklappt. Stehlen auf den. Konnte nichts stehlen. Konnte nichts stehlen. Heißt, das hat nicht geklappt, ja. Ah, du und dein Selbstmord. Kann ich hier aussetzen? Ja, wie kann ich denn aussetzen? Ich könnte da Iris angreifen. Stehlen. Tödlicher Müll gestohlen, siehst du? Okay, okay. Wie kann ich denn aussetzen mit einem Charakter? Geht das? Oder geht das gar nicht? ...111, krass. Krass, krass. Ebenenaufstieg, okay. Das will ich mir mal angucken. Müsste ja unten sein, ne? Tödlicher Müll. Bio-2 für Gegner. Okay, cool. Verstehe. Red sieht aus, als ginge es nach oben. Okay, dann folgen wir mal. Den Typen kannst du nicht quatschen. Nicht, dass wir hier irgendwas vergessen, sehe aber erstmal nichts. Achso, nach oben. Nee, hier lang. Muss ich nochmal mit dir quatschen? Ach, jetzt hänge ich da drauf, okay. Optische Täuschung. Aber nochmal mit dir quatschen nicht, ne? Nee. Besser. Sah hier echt aus wie Laser. Weiß aber auch nicht, was das darstellen soll. Ist ja mega blutig. Vor allem sind da Krallen, ne? Man kann nicht oft genug zwischenspeichern. Alter. Es hat schon ordentlich Effekt, ne? Sollte ich nochmal ins Erdgeschoss? Ah, jetzt nicht. Das ist ganz spannend. Angriff und... Oder ja, komm, wir machen normalen Angriff. Wird schon klappen.
Stehen mal von dem. Der verwechselt damit. Konnte nicht stehen. Aber ich konnte doch jetzt hier. Oder hat sie vorher den Charakter ausgewechselt? Ja, das war halt jetzt. Hat sich das mit dem Stehen erledigt. Gengana. Lustig. 105. Krass. Bitte, 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 bitte. Konnte nicht stehlen. Könnte natürlich jetzt hier einen Zauber wirken. Heilung auf. Super, super schwer zu erkennen mit der Zauber. Und zwar Bio. Was ist Bio? Dann ist er doch tot. Das ist noch schlechter. Kannst du das nicht in den Himmel zaubern? Warte mal. FK können. Kann ich aussetzen. Ich guck mal mit den Tasten hier, aber nee, sieht nicht so aus. Verteidigen. Konnte das stehen, sag mal. Verteidigen. Wird. Ich mache einfach noch mal das auf. Okay, Angriff verteidigen. Okay, okay, verstehe. Ja, ich kann einfach verteidigen. Was ist das mit Ziel? Konnte nicht stehen, sag mal. Ah, guck mal, Iris hat heilender Wind. Ben geht auf verteidigen. Ja, ist halt die Frage, wie ich hätte das ganze Spiel so durchspielen, ist das wahrscheinlich ein bisschen zäh. Muss mal gucken, wie ich das am sinnvollsten mache. Konnte nicht stehen, sag mal. Gut, jetzt sind erstmal alle wieder voll. Verteidigen und stehlen. Konnte, sag mal, konnte nichts stehlen. Es hat nicht funktioniert, ja, okay. Alter, ist ja voll, kann man mal ausrasten. Das ist wahrscheinlich wertvoller Stuff. Okay, zweimal noch, ansonsten mache ich ihn platt. Okay, und stehlen. Das, okay, 82, das ist aber echt krass aus der Attacke. Tödlicher Müll gestohlen, okay, perfekt. Hoffe halt, das ist voll viel wert. Tödlicher Müll. Keine Objekte. Das mit Iris sieht nicht so gut aus, aber mal sehen. Warte mal, Iris können wir ja nach wie vor. Ja, es ist halt wieder Schaden weniger, aber es passt ja jetzt, ne? Wenn wir ein bisschen stehlen wollen. Anordnen. So nämlich, ja. Okay, perfekt. Das sollte passen. Ja, tut mir leid, dass da irgendwie, das ist ein bisschen verwirrend alles. Also jetzt nicht das Spiel oder Menüführung, aber bei so vielen Spielen gleichzeitig manchmal ein bisschen schwierig. Okay. Hier kann ich nicht hin, da kann ich auch noch nicht hin. Ich könnte natürlich in den Fahrstuhl, ne? Ich hab mich gar nicht. Hä? Sag mal. Okay, stehen wir jetzt weg. Stehen. Komm bitte beim ersten Mal. Eine Pizzadusche. Konnte nichts stehen. Na. Was ist denn eigentlich mein Heilungsding? Das hat Ben. Dann ist es doch sinnvoller, wenn ich Iris Heilung gebe mit alle. Ne?
Diving, stehlen. Das wäre eigentlich ziemlich clever. Konnte nichts stehlen. Mach nochmal einen Angriff. Tödlicher Müll, perfekt, okay. Dann gebe ich Eos das Heilen. Pizza, Dusche. Und weg. Der fährt schon wieder ihr Limit. Cool. Was, der ist immer noch nicht weg? Doch, jetzt. Salto. Salto war dann das 1-2, ne? Wasser hat das Limit. Okay. So, folgendes. Ein Leben geht noch, aber da würde ich mal ausprobieren mit der Substanz. Alle und Blitz ist okay. Wiederherstellen. So, genau. Kriegst du statt wiederherstellen. Eisfeuer ist eigentlich alles verteilt. Kriegst du erkennen? Und Iris. Kriegt dann hier alle und wiederherstellen. Ja, geil. Geil. Gift, Feindes können. Das ist halt die Frage. Oben haben wir Blitz. Hier haben wir Feuer, okay. Das heißt aber Eis. Ne, Eis ist auch drin. Okay. Wird ja dann gelevelt, ne? Auch wenn es in der Rüstung ist. Okay. Ja, nach wie vor hier waren wir. Ich glaube, hier kannst du dann nochmal einen Drink zu dir nehmen. Hier lang. Ein bisschen provoziere ich die Kämpfe, ich sehe das ein. Hier reicht ein Zwischenspeichern. Was ist denn das hier? Eine Lampe. Okay, cool. Kann ich hier irgendwas machen? Sieht fast aus wie ein Hinweis. Ne? 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 Was bist du hier? Deko. Okay. Cool, wie oft die Kämpfe jetzt kommen. Was soll denn das mit dem Ziel? Habe ich mit Select oder? Stehlen. Soll ich? Was ist jetzt passiert? Sag mal. Okay, so, genau das wollte ich nämlich ausprobieren. Sehr cool. Okay, genau wie geplant. Ja, komm, ich mache einfach stehlen. Wenn das nicht klappt, geil. Fast alle aufgefüllt. Dann kriegst du einen MP-Trank und dann ist gut. Okay. Stehen. Konnte nichts stehen. Könnte eine Runde dann irgendwie immer verteidigen. Ne, komm, weißt du, hier verteidigen. Gehen wir hier auf Stehen. Konnte nichts stehen. Ja, ich glaube, das wird halt echt ein bisschen langweilig, weil ich das sehr oft mache. Will selbst jetzt mal gucken. Levelt das auch? Nee, ne? Einfach nur Spyarm. Ja, komm, machen wir noch einmal. Schade, dass du dir das nicht so auf Hotkeys legen kannst, wer was macht. Konnte nichts stehen. Komm, einmal, ein letztes Mal. Weil der hat bestimmt richtig krasses Zeug dabei. Dann hast du einen Beruhigungstrank. Beruhigungsjahren, okay, alles klar. Verstehe. Gut, vom Schaden macht es halt nichts. Sollte aber aufhören, mir immer Sorgen zu machen, wie lang die Let's Plays werden. Wenn sie länger werden, ist das okay. Hauptsache macht Spaß. Darum geht's. Ob hier oben, weil es Final Fantasy 7 hier ist, irgendwo immer was versteckt.
Hier, allein der Schrank hier hinten. Ne. Komm ich hier rein? Ne. Oder? Warte mal, habe ich das ausprobiert? Aha. Gucke mal. Aber hier gibt es, glaube ich, nichts. Oder? Glaube nicht. Außer ein Kampf. Konnte nicht stehen, sag mal. Aber gut, wenn die eh nur Beruhigungstränke dabei haben, Hause weg. Selbstmord. Ich fühle mich jetzt ziemlich gut mit dem. Na, was sag schon? Ja, mit dem, mit der alle Substanz da auf. Okay, den Metall in der Wind, ja geil. Könnte ich, ja komm, so oft wie möglich benutzen, umso schneller haben wir es Upgrade. Weil ich da irgendwas rauszögere. Komm, einmal verteidigen. Und dann können wir hier nochmal einmal versuchen. Vielleicht können wir auch was anderes bei haben. Selbstmord. Hätte ich den weggehauen, ne? Hätte ich ihn weggehauen. Aber so sieht's ja mit dem top aus. Also zumindest die Trash-Gruppen können uns nichts anhaben. Was? 75 ist die maximale Ebene? Okay. Auf dem Tisch ist auch nichts, ne? Okay. Oha. Da war es das mit dem Präsidenten. Wäre mal netter zu uns gewesen. Barrett sagt, er ist tot. Der Chef von Shinra Inc. ist tot. Dann muss dieses Schwert Sephiroth gehören. Sephiroth ist am Leben? Sieht so aus. Nur Sephiroth kann dieses Schwert benutzen. Ist doch egal, wer es war. Das ist jetzt das Ende der Shinra. Der Shinra, der. Den hatten wir schon gesehen. Palmer. Ja, yeah, genau in dem Konferenzraum, ne? B-b-b- Bitte bring mich nicht um. Was ist passiert? Sephiroth ist gekommen. Ich habe so am Rande mitbekommen, in späteren Final Fantasy Spielen geht es dann auch um Sephiroth oder man spielt den selber, ne? Hast du ihn gesehen? Hast du Sephiroth gesehen? Ja, ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn mit eigenen Augen gesehen. Du hast ihn wirklich gesehen? Oh. Würde ich dich in einem solchen Moment anlügen? Und ich habe auch seine Stimme gehört. Er sagt, dass er uns das verheißene Land nicht überlassen will. Und dann? Soll das heißen, dass das verheißene Land wirklich existiert? Und dass Sephiroth hier ist, um es vor den Shinra zu retten? Der ist jetzt gut oder was? Er ist also ein guter. Ah, okay. Da haben wir die Frage. Na gut. Das verheißene Land retten. Ein guter? Keinesfalls. Es ist nicht so einfach. Ich kenne den Sephiroths Mission ist eine andere. Rufus, Mist. Den habe ich ganz vergessen. Wer ist das? Vizepräsident Rufus, der Sohn des Präsidenten. Ja, gut, und der denkt jetzt, wir haben ihn umgelegt. Okay. Und jetzt wird das Spiel zum Ego-Shooter. Gibt's hier noch Items? Kämpfe werden jetzt gerade ein bisschen deplatziert. Aha, guck mal. Was ist das denn? Okay, dachte, das wäre was Cooles. Da ist auch eine rote Markierung. Geht's dir? Er ist müde.
Okay, vielleicht muss ich mal mit meinen Lollis reden. Oh Gott, diese Säule. Tifa, was für ein Mensch er wohl ist. Also hat Tifa gesagt. Red, ich weiß nur seinen Namen. Ich habe gehört, dass er lange woanders hinversetzt war, sagt Barrett. Vielleicht ins Weißenland Eos. Ich habe gehört, dass ihn nie jemand bluten oder weinen gesehen hat. Okay. Nicht bluten ist schon ein Feature. So ist halt die Frage, kann ich hier am Fenster was machen? Ansonsten kann ich oben die Tür versuchen. Nee. Könnt ihn ja winken. Hallo, wir waren es nicht. Ich würde gerne das Schwert mitnehmen. Vielleicht ist das auch so ein, na, Kalibur? Oder ist dann, ja, keine Ahnung. Rufus sagt, also, Sephiroth war übrigens tatsächlich hier. Rufus? Wer seid ihr Typen denn? Ben sagt, ich bin Ben. Ehemaliger Soldat erster Klasse. Barrett, ich bin von Avalanche. Kann es sein, dass Mr. T echt nach Barrett designt wurde? Kommt das halt näher andersrum, ne? Tifa, gleichfalls. Barrett sagt, ein Blumenmädchen aus den Slums. Red, ein Forschungsobjekt. Was eine Bande, kannst laut sagen. Ist immer was los. Willst mitmachen? Also ich bin Rufus, der Präsident von Shinra Inc. Bist nur Präsident, weil dein Alter gestorben ist. Stimmt, kannst du meine neue Antrittsrede anhören. Ich dachte, das ist sein Sohn und der kümmert sich gar nicht drum. Der Alte versuchte, die Welt mit Geld zu kontrollieren. Scheinbar hat das funktioniert. Die Bevölkerung hat gedacht, dass die Shinra sie beschützen würden. Arbeiten bei Shinra, den Lohn bekommen, wenn ein Terrorist angreift, dann hilft ihnen die Shinra-Armee. Sieht von außen perfekt aus. Aber ich mach das anders. Ich werde die Welt durch Furcht kontrollieren. Ja, okay. Ja, ist auch ein Weg. Die Methode meines Alten ist zu umständlich. Ja, okay. Ja. Furcht ist natürlich ein bequemerer Weg. Ja, warum nicht? Ein klein wenig Furcht kann die Herzen der Menschen kontrollieren. Es besteht kein Grund, Geld auf die gemeinen Leute zu verschwenden. Richtig, ja, meine Reden. Warte mal, ich mach mal den Bildschirm weiß, ne? Dann sieht man mich vielleicht ein bisschen. Ich bin der hier. Oh, das hilft. Er hält gerne Reden, genau wie sein Vater, sagt Tiffa. Hör auf zu wackeln. Ben sagt, hau mit Iris aus diesem Gebäude ab. Barrett sagt, was? Ich erklär's später, Barrett, das ist die echte Krise für den Planeten. Was zum Teufel soll das heißen? Vertrau mir doch einfach. Sag's dir später, glaub mir jetzt einfach, ich gehe, wenn ich mich um ihn gekümmert habe. Okay, Ben. Danke. So, Duell. Ich habe gerade die Heilensubstanz weiter verteilt. Ne, aber gut, die würde ja dann in meinem Inventar landen. Iris sagt, Ben, gerade ist mir was eingefallen. Hä? Ich bin aber gar nicht da. Ich warte auf Ben. Schnell, alle zum Aufzug. Ab jetzt wird ziemlich übel. Wir sollten unsere Ausrüstung überprüfen. Tiffas Substanz entfernen zu lassen. Ach, Ben und Tiffas Substanz. Speicher hier mal. Problem ist halt folgendes, ne? Ben hat kein Heilen dabei. Tiffa kann die ganze Truppe heilen. Ich habe den ganzen Beutel voller Tränke. Ich würde erstmal so lassen machen. Vielleicht ist das ja auch nicht gerade der Über-Mega-Boss. Achso, okay. Jetzt spielen wir easy. Ja, okay, seht. Direkt in den Kampf rein. Okay.
Ich hätte aber Barret einfach mal, naja gut. Schwierig. Angriff von beiden Seiten brauche ich nicht. Versuch mich umzudrehen. Wer habe ich denn das eigentlich eingeschaltet da? Ah, okay. Angriff. Ja, wenn du so umstehst, dann greift er ihn an. Eris macht Zauber, nee, doch, Zauber. Aber Bio vielleicht. Mach mal Bio. Ich will wissen, was Bio ist. Ja, geh mal hier auf. War Bio schon. Bio ist cool. Bio ist der Hammer. Gute Fahrt jetzt zu stehen. Ah ja, gut. Sollte alles passen. Phönixfeder 3 Stück. Geil. Könnt jetzt nochmal gucken, dass ich hier unseren Red ausstatte. Der hat natürlich noch nichts. Guck mal, der hat viel Platz. Ja gut, Blitz. Feuer. Eis. Feuer. Okay. Hat er, warte mal, wenn es bei der Waffe drauf ist, hat er automatisch Verteidigung und das andere, ne? Ja gut, ich glaube, ich soll ja einfach zum Aufzug gehen. Kann ich aber eigentlich unten zu denen laufen, richtig? Zu denen hier? Ah ja, okay. Dann kann ich das Poster mitnehmen, vielleicht. Ich hoffe, es waren die Aufzüge gemeint. Aufzugskampf. Mega cool. Okay. Ich glaube erstmal auf Stehen und sowas verzichten mit Zusatzartillerie. Zauber. Komm, geh mal. Feuer ist, glaube ich, gut gegen Bosse, ne? Eris. Macht Bio. Genau, sehr gut. Schön ist, ich kann ja gleich einmal alle heilen. Werden nötig. Gut, Barret hat jetzt keine Zauber. Okay, das war jetzt auch. Hätte ich denen mal welche gegeben? Zauber. Wie viel hat das gemacht? Keine Ahnung. Mach mal einen Blitz. Ist Elektrik, das sollte gut kommen. Mach nochmal Bio. Ich guck einfach immer nicht hin, wie viel Schaden die machen. Bin so aus Menü fixieren. Null. Ah, okay, cool. Ja, schön, dass ich das mal sehe. Die machen aber an sich schon Schaden, ne? Vielleicht kannst du den auch nur mit normalem Feuer nochmal. 79, okay. Bio bringt nichts, das heißt normaler Angriff. So viel Schaden macht er uns. Erreichen nicht möglich. Okay, okay, weil sie hinten steht. Angriff passt. Zauber. Das heißt, sie kann nur heilen gleich. Ist auch schwierig. 79 hat er, glaube ich, gerade gemacht. Mhm. Genauso viel. Warte mal, du kannst doch auch ein Objekt nehmen, ne? Schön, dass ihr beschrieben. Oh, Granate. Cool. Barret Angriff. Barret Wechsellimit. Oh, Granate ist gut. Machen wir nochmal Blitz. MP fand ich da. Vielleicht nicht mal schlecht hier beim Boss. Ist halt mega cool. Red X Wechsellimit. Heilen müssen wir noch nicht. Könnte ich aber natürlich. Okay, hat absolut, glaube ich, gar nichts gebracht. Objekt. Nochmal ein Granitchen. So, Limit. Sledzahn. Cool, cool. Ich hoffe, es erreicht. Ja, geh mal drauf. Sensorkanone wird geladen. Der glaube ich nicht gut. Folgendes. Okay. Zauber.
Nimm du mal Heilung. Ist geladen. Okay, cool. Passiert als erstes. Wie viel machst du mit normalen Angriff? Ah, ist nicht möglich, okay. Hätte ich das schon ausprobiert? Wellenartillerie. Ungefähr, okay, geht. Alles gut. Alle gut. So. Gegenmittel, ne? Spinnnetz. Vielleicht kann ich den benutzen. Graviball ist, glaube ich, auch so ein Ding, ne? Bird-Angriff. 17, aber was bringt das noch? Glaube ich, alle genauso gemacht. Passt. Okay. Der war aber entspannt, ne? Schade, dass ich jetzt kein Stirn dabei hatte. Ich meine, am Anfang geht es mir ja eh, oder beim ersten Mal durchschwingen geht es mir, oh was? Okay, geht es mir ja eh um die Story. Kann ich auf dich Bio machen? Na, okay. Zauberfeuer. Oh, Bert schläft. Jetzt glaube ich nicht mehr. Bert hat sein Limit. Bio, 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 Bio. Miss. Jetzt weiß ich halt nicht, ob es 0 macht oder nicht. 57, okay. Limit. Ey, mach mal einen Machtschlag. Hau drauf. C-Kanone. Ihres heilen, ja, komm, geh mal auf Heilung und dann auf Barret. ...183 ist eine Hausnummer. ...168, was habe ich gerade? Eis gemacht, ne? Ich bin so am Entspannen, wenn Kämpfe kommen, das ist nicht gut. So, soll ich nochmal Bio? Komm, wir probieren nochmal Bio aus. Ja, Red hat genug. Der hätte Schutz gebrauchen können. Mist, okay, na, weiß ich nicht. Blitz hatte ich. Hatte ich Blitz? Glaube schon. Iris Limit, geil, heilender Wind. Okay, ja, das ist es. Red kriegt einfach immer oder macht den Blitz bei ihm. MP sollte ja nicht das Problem sein. Gibt es eigentlich auch eine MP-Heilung? Mega cooles Spiel einfach. Ja, wieder Blitz. Der ist immer noch nicht hin. Was ist mit Eros los? Warum? Muss ich die... Ah ne, die hat nur kurz Pause gemacht. Ist okay, stopp die. Blitz. Der hat aber auch Leben, ne? Heilung braucht noch keiner. Bio wird wieder nicht funktionieren. Okay, danke. Cool. Sehr schön. Und wie es weitergeht, erfahrt ihr... Oder ich will, wollen wir ein Part ein bisschen länger machen? Komm, wir machen noch ein bisschen länger. Mithril-Armband, ja, okay, okay, okay. Stimmt, wir könnten jetzt auch mal wegen der Ausrüstung gucken. Das machen wir jetzt auf jeden Fall nochmal. Oh, schwierig. Öffne das Menü mit der Dreieckstaste Substanzen. Kannst du den Mitgliedern mit der Kreistaste, was? Viereckstaste abnehmen, mit Starttaste beenden. Gut, das machen wir dann doch mal im nächsten Part. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Hoffe, ihr seid auch beim nächsten Part wieder mit dabei. In 3 Tagen geht es wieder los, 14 Uhr. Und ich werde gucken, dass die Parts nicht mehr eine halbe Stunde sind oder irgendwas. Versuche mich zwischen einer Dreiviertelstunde und einer Stunde zu bewegen. Natürlich auch so, dass es von der Story im besten Fall nicht ganz abgeschnitten ist. Aber der Kampf wird spannend.
Freut euch drauf. Ich bin nervös, aufgeregt. Schönen Tag, schönen Abend. Bis dann.